Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Build Viva Pinata. Wir haben heute den 23.01. und zeige ich euch, um euch ein paar Informationen zu geben. Gleich, wenn wir in dem Spiel reingetreten sind. Nein, halt. Hoppala. Das ist ein Moment, Luft holen, ein Moment glauben. Gartenladen machen wir lieber. jetzt noch zurück. Warte mal, jetzt will ich. Also, Garten spielen. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. So, jetzt habe ich meinen Punkt, wo ich mich orientieren kann. Verdammte Hacke, ist das dumm. Mal weiter. Neues Hobby von mir, immer ans Mikro kommen. Ist total lustig, müsst ihr auch mal ausprobieren. So, wir wollen mal gucken, ob wir heute noch ein paar andere dieser sauren Freaks bekommen. Das wäre mal so eine Challenge. Nicht mehr. Aleko, du ertrinkst. Das wäre mal so eine Action-Angelegenheit. Apropos, wir haben ja einen Baum gepflanzt. Wo habe ich jetzt den Baum bitte schon gepflanzt? Hier ist der Baum. Diesmal dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Biberbrüder. Wir haben ja den Sherbet, haben wir schon. Jetzt fehlen uns noch diese Sherbet oder wie er heißt. Und das andere komische Ding, das Namen mir entfallen ist. Was haben wir denn hier? Das sieht nicht korrektal aus. So, erstmal wieder schön machen. Ja, was für Informationen ich rausgeben wollte, ist ja immer noch das 50-Abo-Special. Soweit ich weiß, steht die Drehgenehmigung noch. Alles ist noch Totti. Alles war voll Totti mit deiner geilen Mutti. Wer kennt das? Ich kenne das. Das ist voll cool. Achso, Entschuldigung. Ist am Regnen, das ist ganz gut. Da wird es mich hier bewässert, ohne dass ich was machen muss. Genau. Am Samstag, also wir haben jetzt den 23. Donnerstag, das heißt der 25. Ich vergesse, was der nochmal fressen wollte. Am 25. fahre ich nach Melsungen, werde dort mein Special drehen. Was immer auch ein kleines Geheimnis ist, freue ich mich tierisch drauf, wirklich. Dann ist es aber noch nicht alles gewesen im Endeffekt. Es wird auch, je nachdem wie jetzt die anderen drauf sind, werde ich noch ein Interview demnächst wieder führen. Einmal in eine komplett andere Richtung gehend. Die aber auch mal ganz recht interessant ist, da mal so ein bisschen rumzuforschen. Schauen wir mal, und hier habe ich einen Fehler gemacht. Objekt antippen. Gras mähen. Dankeschön. Nur Gras gemäht. Mehr habe ich nicht gemacht. Es wird also ein riesen Special demnächst geben von etwas Bestimmten, was dann halt nicht mehr als 50 Abonnenten Special, sondern einfach mal so als Special halt ist. Mehr ist das im Endeffekt dann nicht. Einfach nur ein Special. So, wollen wir ein bisschen mal hier. So viel wie möglich an hohen Rasen machen. So viel wie halt möglich ist. Und jetzt ist es an der Zeit, mich zu vergessen. Jetzt kommt, damit wir vielleicht doch irgendwann mal einen Donut hier reinbekommen. Weil wir haben immer noch keinen. Aber bitte, ich tu's selbst nicht. Zum Donner wäre da noch eins. Ja, die mich auch aufregen. So, wie sieht's denn hier aus? Einmal nicht aufgepasst. Siehst, wie
aus Verzweiflung. Es ist weg. Doch mit der Zeit bringt mich ganz allein der Alkohol. Du warst das Licht, jetzt der Schatten meiner selbst, weil's mich ankotzt, verrückt machst, wie du dich verstellst und für was Besseres hältst. Tut mir leid, Baby, keine Chance. Aha, da unten drunter ist was. Gibt's noch irgendwas? Nee. Spar dir deine Lügen, wenn ich der Baum kriegt immer noch genug Wasser ab. Willst du aber anscheinend legen? Ja, also wie gesagt, Samstag wird das 50 Abo Special gedreht. Je nachdem, wenn die anderen sagen, okay, du kannst runterkommen, wenn das diese Woche schon ist, dann wollte ich eigentlich, wenn dann am Sonntag direkt in das 50 Abo Special hochladen. Aber je nachdem, was die halt dann sagen werden. Schauspielern, ja, mein Schatz, du bist heute nicht mehr wieder mal ein unbeschriebenes Blatt. Und was mich abpackt, ist nicht die Tatsache, dass du eine Schlampe bist. Je nachdem, was die anderen halt sagen werden, wird das Abo dann erst am Montag dann hochgeladen. Aber wenn die dann sagen, also die können jetzt sagen, Freitag können sie wahrscheinlich nicht mehr sagen, sie haben halt gesagt, Wochenende. Wochenende ist halt morgen, ist halt schon Freitag, ich habe noch keine Antwort bekommen. Das ist dann auch ein bisschen zu kurzfristig. Du musst es doch nicht so aussehen, oder? So, das war falsch. Mal wieder. Aber wollte doch sagen, hier sieht es doch ein bisschen zu kahl aus. Fräulein. Ja, wie gesagt, am Samstag halt dann, wie gesagt, wenn Glück, das Special. Am Samstag drehe ich das Special, ja, aber am Sonntag wird es hochgeladen. Jetzt kann ich langsam ganz durcheinander hier. Sonntag wird es halt hochgeladen, je nachdem, ob ich jetzt nun nach den anderen fahre oder nicht. Ich habe jetzt vergessen, wo die jetzt wohnen, das ist irgendwie 1,5 Stunden von mir entfernt. Kokon geschlüpft. Ah, Sherbet. Super, können wir gleich mal eins verkaufen? Apropos verkaufen. Das muss alles dringendst mal hier weg. Nein, vergiss es mit deinen Sonder-Special-Fähigkeiten. So, mal ein paar auch von denen wegmachen hier. Wir haben wieder eine Überfüllung. So. Das müsste es eigentlich soweit sein. Nein, der hier noch weg, der kann bleiben. Auch wieder ein bisschen Kohle dazu gekriegt hier. Scheinen wir jetzt wieder ein bisschen Geld dazu zu kriegen hier, das ist ganz gut. Weil wir mussten ja ziemliche Rückschläge aushalten. Aber jetzt sind wir wieder schön am Kohle sammeln. Das ist ganz gut. Hier hinten ist leider etwas zu dicht bewachsen. Das haben wir mal weg. Das müsste eigentlich dann vernünftig wachsen können. Hier müssen wir das Mittelteil zerschlagen. Super. So, da mal hin. Es ist auch zu dicht besiedelt hier. Das ist in Ordnung. Es ist auch zu dicht besiedelt. Wo ist es? Wo ist es? Wer war das? Wer hat was wohin gemacht? Da! Info? Vogelbad im Garten. Scheiße, ich habe mein Vogelbad verkauft. Warum Vogelbad? Vogelbad, schnell! Moin! Sehr gut. Jo! Mhm. Auf jeden Fall. Wo ist das Vogelbad? Wir knallen das Vogelbad wieder hier hinten hin.
So. Jetzt haben wir alles erfüllt. Aber das hier müssen wir auf jeden Fall sofort wegmachen. Sonst frisst uns noch eins dieser Viecher. So. Saurus Crowder. Leider, das geht jetzt aber ziemlich schnell. Der andere hat ein bisschen länger gebraucht, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Und schwupps, ist schon frei. Was ist das denn Cooles? Wie mega fett ist das denn? Ein Crawler. Ist ja geil. Das ist ja cool. Der sieht Hammer aus. Den mag ich. Das ist cool. So, wir haben hier aber noch was Unbrauchbares. Gucken, ob das was bringt, wenn wir hier ein einfaches Loch graben. Irgendwie nicht. Das heißt, wir werden hier mal einen Teich graben. Gleich wieder füllen, weil wir hatten nämlich hier schwupp. So, dann müssen wir gleich, boah, Entschuldigung, ich habe gerade ordentlich Hähnchen gefuttert. In letzter Zeit esse ich ganz viel Chicken Wings und Hähnchen und so ein Scheiß und mache so ein bisschen Kraftsport und halt mal bis ich die ganze Zeit, oh Scheiße. Fuck! Schon wieder vergessen. Apropos, vergessen. Das kann wieder aktiviert werden. Na, das ist cool, das hätte ich nie erwartet, ey. Ging auch relativ schnell jetzt, ne? Peluri? Was war denn mit dir jetzt, Peluri? Hund! Hund! Hundi! Wuffau! Wuffau! Da ist ein Rowdy! Wuffau! Schnell! Los, Attacke! Geh mal hin und bell den mal an. So, jetzt habe ich zu viele Pinatas bei mir drin. Was zum Fick ist hier los? Es ist scheiße, dass du wirklich so wenig Platz hast. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Pflanzen jetzt hier. Ihr müsst bedenken, das ist ja auch alles immer für ein Ding hier verschwendet. Aber wir wollen sowieso mal einen Sherbet verkaufen. So, es hat nicht funktioniert. Oder vielleicht weil er im Kampf war, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er ihn nicht angeknurrt.
Anwählen, anwählen. Kann doch nicht so schwer sein jetzt. So, das verkaufen wir jetzt erstmal. Ja, war klar. Ach, ist das schön. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich will mal überlegen, ob wir mal den ganzen Garten nochmal neu umkrempeln. Alles verkaufen, was wir drin haben. Und dann erstmal Ruhe. Und es halt komplett neu einrichten. Je nachdem. Ich bin am überlegen, ob wir das machen sollen. Dann können wir es wenigstens neu sortieren, alles schön machen. Ich bin hier falsch. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Igor, was geht's, Haudegen? Interessante Geschichte, das ist sehr schön. So, hier habe ich noch irgendwas verkauft hier. Nope. Dann nehme ich das so. Dankeschön und tschüss. So. Elektro ist wieder gesund. Wir müssten den Sherbet verkaufen mal. Den dritten. Wir müssen mal gucken, vielleicht die Affen loswerden, weil die Affen sind jetzt auch nicht so das Übermaß aller Dinge, die ich unbedingt haben müsste. Und außerdem muss ich immer noch diesen verdammten Baum machen, ey. Verdammte Scheiße. Ich will ja mal zusammenschlafen. Tollkirschensamen. Der braucht viel zu lange, diese scheiß Tollkirschen. Jetzt müssten wir eigentlich die ganze Zeit hier stehen bleiben. Ununterbrochen. Wir müssen hier noch ein bisschen was verkaufen. Sonst wird das wieder zu viel. Ich weiß, es ist jetzt nicht die lustigste Arbeit. Aber sie muss halt gemacht werden. Sonst haben wir hier keinen Platz mehr für andere Pinatas oder für andere Gegenstände. Das wäre relativ scheiße. So. Dann denken, scheiß Baum. Sherbets. Gut, hier haben wir Sherbet 3. Tschüss! Meine Fresse! So. Den Garten haben wir wieder unter Kontrolle gebracht. Ist ganz gut. Jetzt müssen wir kaputt. Jetzt haben wir den Falken kaputt geschlagen, ne? Na, ich vermute. Scheiße! Können das wieder ein bisschen besser wachsen. Das kommt hier hin. Wir müssen nur darauf achten, dass nicht auszusehen jetzt hier, wie gesagt, die saure Hass nicht gesehen kommt. Och, ist der süß. Ich mag ihn, der ist voll toll. Ich glaube, im Endeffekt, also der Hund hat nichts gebracht. Also ich warte nochmal auf den Rowdy ab. Vielleicht weil er mitten im Kampf war, hat es nichts gebracht. Ich weiß es nicht. Den anderen Rowdy müssen wir jetzt noch abwarten.
je nachdem, was der halt dann sagt, ob er dann wirklich dann bellt oder nicht, daran können wir es dann halt ausmachen. Ansonsten, tja, weiß ich nicht.